Dank für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen. Schönen Vormittag oder wie man um die Uhrzeit in Österreich sagt, Mahlzeit. Ich werde ein bisschen was aus der Praxis erzählen. Wie Ramin schon erwähnt hat, wir sind seit knapp 3,5 Jahren gibt es uns. Wir haben einige Security Token Offerings erfolgreich hinter uns gebracht. Ich möchte einfach ein bisschen sehen, wie strukturiert man, wie läuft eine Emission auf der Blockchain oder über einen Security Token Offerings einfach in der Praxis ab. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Alexander Rappatz, ich bin Co-Founder und Managing Partner von Black Manta Capital Partners, habe wie meine Vorredner einen konservativen Background, bin auch Jurist, war dann bei Venture Capital Fonds. Seit ein paar Jahren berate ich die Europäische Kommission in Innovationsfragen und vor knapp 4 Jahren habe ich meinen jetzigen Partner und Co-Founder von Black Manta, Christian Platzer, kennengelernt. Der sitzt auch da hinten. Hallo Christian. Der steht sicherlich auch später noch für Fragen zur Verfügung. Ja, wer sind wir? Oder was machen wir? Geschäftsmodell in einem kurzen Satz wäre Tokenization as a Service. Das heißt, wir sind ein Full-Service-Provider, wenn es um digitale oder tokenisierte Assets geht. Wir sind hier für BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut bzw. Wertpapierinstitut aus München heraus, haben in Wien eine Beratungsgesellschaft, wo wir auch Projekte machen abseits der Tokenisierung. Das heißt, alles, was wir nicht in der regulierten Gesellschaft machen, machen wir in Wien. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Fischfarmprojekt in Namibia oder einen Immobilienfonds in den USA, den wir auch so beraten. In Cork sitzt unser dritter Partner, Brian Elders. Dort machen wir vor allem Tech-Development, Technik, die wir einkaufen oder selbst entwickeln, wird dort gefunnelt und dann intern lizenziert und Business Development im Großen und Ganzen erfolgt auch aus Irland heraus. Tokenization as a Service ist eine eingetragene Unionsmarke. Ich hätte vor 3 Jahren nicht geglaubt, dass es geht. Damals war Tokenization noch nicht so ein Begriff und wir hatten anscheinend Glück mit unserem Sachbearbeiter in Alicante. Es ist für uns nur ein bisschen Marketing-Gag, aber es ist ganz nice to have. Ich würde anfangen gerne mit der historischen Dimension. Das ist eine Folie, die ich gerne bringe. 1771 hat Maria Theresia dieses Haus gegründet. Damals vor allem, um Staatsanleihen zu handeln, weil der Handel mit anderen Wertpapieren, nenne ich es mal, war damals im Kaffeehaus und sie wollten das reguliert an einem Börseplatz haben. Es wurde die Wiener Börse gegründet. Damals wurden Vermögenswerte am Papier logischerweise übertragen, da waren wir weit entfernt von digitalen oder elektronischen Lösungen. Es hat dann fast 200 Jahre gedauert, bis Microsoft und IBM das digitale Zeitalter eingeleitet haben und auf einmal war es möglich, Vermögenswerte auch elektronisch zu übermitteln. Rund 30 Jahre später kam dann das Internet und hat den kompletten Markt wieder revolutionalisiert und verändert. So wie damals, ich habe es heute schon gehört, beim Internet gab es auch Skeptiker und es gab sicher viele Börsenmakler, die haben gesagt, ich habe mein Faxgerät, wofür brauche ich das Internet? Ja, es funktioniert auch so. Das Internet hat sich trotzdem durchgesetzt und wir sind jetzt bei der nächsten technologischen Revolution der Blockchain. Wir sind noch ganz am Anfang, es gibt schon tolle Produkte, aber das Potenzial ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Und so sehen wir einfach die Entwicklung historisch. Der Trend geht ganz stark nach oben, auch die Europäische Kommission hat das erkannt. Es wird erwartet, dass der globale Markt im Jahr 2030 bei 2 Trillionen US-Dollar ist. 2 Trillionen ist eine sehr unvorstellbare Zahl für mich, ist auf jeden Fall sehr viel. Rechts ein paar Facts, auf die auch der Ramin verwiesen hat. Das sind nicht unsere Zahlen, die wir emittiert haben, sondern das sind so Marktzahlen, wobei ich hier sehr vorsichtig sein möchte. Es gibt sehr wenige Zahlen, die den globalen Markt von Security Tokens richtig erfassen. Das ist eine Studie von einer deutschen Uni, die es versucht haben, öffentlich verfügbare Daten zu sammeln auf Fundraising-Projekte via Security Token Offerings. Warum Fundraising? Es gibt auch Security Token Emissionen, wo kein Fundraising passiert, da wird kein Kapital eingesammelt, sondern es wird einfach ein Vermögenswert tokenisiert und einfach an die Aktionäre zum Beispiel der Token übertragen.
ja, hier reden wir von 1,5 Milliarden Total Funding. Das ist recht wenig eigentlich oder klingt sehr wenig. Also es ist sicher mehr, gehen wir davon aus, allein schon unsere Projekte, die hier einen wesentlichen Teil ausmachen. Total Number of SDOs global 367, auch hier gehe ich davon aus, dass es weit mehr sind. Wie eben gesagt, viele sind nicht öffentlich, auch wir haben Emissionen, die nicht öffentlich kommuniziert werden. Die nächste Zahl ist schon glaubwürdiger, 84% werden auf der Ethereum-Blockchain emittiert. Die haben sich als Marktführer durchgesetzt. Es gibt Blockchains, vor allem Algorand ist hier am Vormarsch, die hier stark in den Markt drängen, aber nach wie vor ist Ethereum sicher die Blockchain, wo am meisten passiert. Und der Funding Success mit 59%, ja, es gibt halt nach wie vor viele Projekte, die glauben, nur weil ich es tokenisiere, werde ich mit Geld zugeschüttet, dem ist halt nicht so. Es ist ein schöner Marketing-Effekt, das stimmt, aber man muss natürlich das Projekt an sich, das Underlying Asset, muss auch attraktiv genug sein und muss dem Investor auch gefallen. Also, ja. So, welche Typen von Security Token gibt es? Auch der Ronald Frankl hat hier schon einiges dazu gesagt. Es gibt fast bei jeder Blockchain-Konferenz einen Panel mit dem Titel Tokenization of Everything. Und das stimmt auch, man kann eigentlich alles tokenisieren. Wir bei Blackmanta haben uns auf 5 Asset-Klassen fokussiert. Das sind Immobilien, das sind SMEs, also klassisches Corporate Finance, Funds, Venture Capital, Private Equity Funds, wir haben auch Immobilienfonds mittlerweile, Commodities und Startups haben wir extra ausgewiesen, gehört eigentlich auch unter SMEs, aber Startup ist noch einmal eigentlich ein eigenes Thema, wobei wir hier nicht den Fokus drauf haben. Der Token ist, und das ist das Schöne ein bisschen, man kann kreativ sein bei der Ausgestaltung. Ja, wir haben es gehört, Genussrechte, man kann es Eigenkapital ähnlich strukturieren, Fremdkapital ähnlich, man kann Mitspracherechte reinprogrammieren oder nur einen Gewinn oder eine Umsatzbeteiligung. Das heißt, auch unsere Produkte sind customized. Wir haben kein Produkt, das wir über ein Offering drüber stülpen, sondern jedes Projekt ist natürlich anders. Und insofern stecken wir hier sehr viel Zeit und Energie auch in die richtige Strukturierung von Emissionen. Die sind jetzt nur beispielhaft ein paar Möglichkeiten aufgezählt. Dieses Slide kommt auch fast bei jeder Präsentation irgendwo einmal vor. Die Vorteile der Tokenisierung, ich möchte es jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber ich möchte nur zeigen, es hat sowohl für Emittenten als auch für den Investor gibt es einfach Vorteile, wenn ich mein Asset tokenisiere und nicht im traditionellen Wege verbriefe oder irgendwo handelbar mache. Eben, wir haben auch heute gehört, 24/7, der Markt schließt nicht. Ja, es ist, ich kann peer-to-peer sofort meinen Token übertragen. Das heißt, ich habe heute ein Genussrecht bei einem Unternehmen, ich kann jetzt hergehen, ich habe es in meinem eigenen Wallet, ich gehe zum Ronald Frankl und innerhalb von ein paar Sekunden hat das in seinem Wallet. Ich habe keine Depotbank mehr, die dazwischen steht, ich muss mich nirgends einloggen, aber ich habe kein Intermediär. Ja, also Peer-to-Peer einfache Übertragbarkeit zu fast keinen Kosten, also die Blockchain-Kosten. Bei Ethereum sind es Gas, wir machen es sehr viel auf Polygon, weil es einfach 1000-mal billiger ist für die Übertragung. Ja. Also es gibt viele Vorteile, die Blockchain an sich schon mit sich bringt. Ein Vorteil, den auch viele als Nachteil sehen, die Dezentralisierung, den kann man bei der Tokenisierung an sich jetzt nicht so, die kann man nicht so mitnehmen, weil es natürlich irgendwo ein zentrales Register geben muss. Der Emittent, das Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt wissen, wer sind meine Genussrechteinhaber, wer sind meine Tokenhalter. Also ich habe auch keine Anonymität wie bei einer Bitcoin-Transaktion. Ja. Also jeder wird identifiziert oder muss identifiziert werden und es gibt ein Tokenregister, oder wie man das nennt. So, wenn ich heute eine Emission mache, wie schaut der Prozess aus? Und ich bringe das auch nur, um zu zeigen, es ist ganz straightforward, es ist wie bei jeder anderen Emission. Im Wesentlichen geht es um Strukturierung, rechtliche Dokumentation, muss ich zu einem Regulator gehen, muss ich das approven lassen von der FMA oder wem auch immer, hängt davon ab, targete ich Retail-Investoren, also Kleinanleger, gehe ich nur auf institutionelle Anleger, welche Jurisdiktionen, in welchen Jurisdiktionen möchte ich den Token anbieten,
in Österreich, europaweit, global, dann wird es schon schwieriger. Dann zeitgleich machen wir quasi tailor-made Tokens. Die Emittenten bekommen eine eigene kleine Investmentplattform, die auf sie zugeschnitten ist, mit KYC-Prozessen, Hintergrund AML-Prozessen, Investoren-Dashboards etc. Dann natürlich Placement-Strategie, auch sehr wichtig, auch Marketing-Strategie. Viele Unternehmen nutzen es einfach auch noch als Marketing, ja, weil jeder, also wenn ich sage jetzt ein B2C-Unternehmen macht eine Kapitalrunde, kann es über ein STO abwickeln, kann going public gehen, ich kann eine große Anzahl von Personen erreichen. Jeder Klient, also jeder Kunde des Unternehmens ist ein potenzieller Investor. Ja, also es ist ähnlich wie beim IPO, kann ich auch über ein STO eine Vielzahl von Leuten erreichen und ich muss keine gelistete AG sein, ich kann es auch als GmbH machen. Also Marketing und Placement-Strategie ist sehr wichtig und zum Schluss natürlich die Emission auf unserer Plattform oder auch natürlich woanders. Für den Investor auch ein ganz einfacher Prozess und wir kennen das alle, jeder, der ein Online-Konto hat oder sich irgendwo schon mal registriert hat, es ist nichts anderes. Man registriert sich, geht durch einen KYC-Prozess, Live-Video, ich gebe meine Wallet-Daten ein, suche mein Investment-Objekt aus und zahle und dann habe ich schon in meiner Wallet. Also auch straightforward, ganz einfach. So, jetzt möchte ich kurz 4 Use Cases vorstellen. 3 davon sind live, 1 kommt in Kürze, aus den unterschiedlichsten Asset-Klassen, einfach nur zu zeigen, was für verschiedene Möglichkeiten es schon real am Markt gibt. Welt der Wunder, weiß nicht, wer kennt's, auf ProSieben, RTL war so eine Wissenssendung, sind mittlerweile großes Medienhaus in München, sehr stark in der Produktion, Content Production, haben auch 2 Fernsehsender und die machen jetzt für die Holding eine Kapitalrunde und haben sich entschlossen, das über ein STO abzuwickeln. Sie haben vor 3 oder 4 Jahren schon ein ICO gemacht, also die sind innovativ, wollen auch das erste Fintech-Media-Haus der Welt werden, oder sind sie, zumindest nennen sie sich schon so, und jetzt auch First Global Tokenized Fintech Media House. Und hier ist es so, das haben wir auch schon gehört, hier werden Genussrechte begeben. 20% der Firma, also Eigentümer ist eine Person, der Hendrik Hay, der gibt 20% seiner Eigentumsrechte in Form von Genussrechten, nicht verbesserbare Genussrechte, an Investoren ab und möchte hierfür 25 Millionen einsammeln. Ja, das ist ganz spannend, das ist also ein klassisches Corporate Finance Produkt. In dem Fall ist es kein Retail-Produkt, geht nur an professionelle Investoren mit 100.000 Euro. Ja, das sind Zahlen. Das hat nichts mit dem MLT zu tun. Ja, also die Frage war, ob es mit dem MLT was zu tun hat. In der Tat, Welt der Wunder hat schon auch einen Coin, den MLTC. Das ist für ihre Content-Plattform, wo ich mich direkt bei Produktionen beteiligen kann. Das ist aber ein Utility-Coin. Und das ist ja, also wir nennen das jetzt auch MLTS für Security. Das heißt, das geht wirklich in die Holding rein. Der MLTC ist eines der Unterprodukte. Das sind 2 getrennte Produkte, genau. Eines Utility, eins Security. Ein weiteres Projekt, das geht am 1. Dezember los, das ist ein Immobilienprojekt in Wiener Neustadt. Bestandsobjekt, knapp 90% ist vermietet. Smart Living und ein bisschen Gewerbe ist dabei. Und hier gab es ein Nutzwertgutachten aus September, wo der Quadratmeterpreis in der Gegend bei 3.500 Euro lag. Und wir haben gesagt, okay, wir verkaufen an Kleinanleger einzelnen Quadratmeter. Also ich kann mich jetzt als Anleger, und das war genau der Use Case, den der Ronald Frankl auch gebracht hat, ich muss mir kein ganzes Apartment kaufen, keine Immobilie, ich kann mir einen einzelnen Quadratmeter kaufen, partizipiere an den Mieteinnahmen mit, partizipiere an der Wertsteigerung mit. Hier wird halt eine Mindestrendite von 1,5% garantiert. Wir sind, hoffe ich halt zumindest, weit drüber. Genau, das wird ein Retail-Produkt für Kleinanleger. Also das ist der klassische Immobilien-Use-Case. Dann haben wir hier ein Fremdkapitalprodukt. Lares ist ein Luxemburger Securitization-Vehikel, die quasi einen digitalen Bond auflegen, also eine Unternehmensanleihe auf der Blockchain.
Es gibt eigentlich, wenn man sich Tokenisierung anschaut, wenig Fremdkapitalprodukte, interessanterweise. Das meiste ist irgendwo eben im Genussrechtebereich, weil man auch hier den starken Benefit sehen. Corporate Bond hat jetzt, ich kann es handeln, ja, über eine eigene Plattform kann ich dann meine Bonds wiederverkaufen. Hier haben wir eine 3,5-jährige Laufzeit. Ja. Aber es trotzdem war ein interessantes Projekt, um zu sehen, okay, es funktioniert auch, also auch Fremdkapital. Produkte werden hier über eine Tokenisierung angeboten. Und last but not least, und das ist auch ein spannendes Projekt, liegt noch bei der FMA, deswegen kann ich nicht den ganzen Namen hier kundtun. Es schaut so aus, als ob wir es bald genehmigt bekommen. Ein tokenisierter Kryptofonds aus Wien. Einer der Initiatoren ist ein ganz prominenter Unternehmer und Business Angel. Und hier werden die Limited Partnership Shares tokenisiert. So. Was haben wir normal bevor Investments das Problem bei Non-Listed Funds? Ja, also Venture Capital, Private Equity, der nirgends irgendwo gelistet ist. Ich bin auf die Laufzeit gebunden. Ja, ich komme meine 8+2 Jahre oder was auch immer die Laufzeit ist, komme ich in eine Regel nicht raus. Hier werden eben diese Limited Partnership Shares tokenisiert und über einen Sekundärmarkt, den wir jetzt auch mit anbieten, kann Peer-to-Peer zu jeder Zeit wieder verkauft werden oder gehandelt werden. Ja, es ist kein richtiger Handelsplatz, es gibt keine externe Preisfeststellung aus regulatorischen Gründen, aber ich kann sagen, so wie ein eBay oder ein Willhaben, kann ich sagen, ich habe 2 Voranteile, wer möchte sie kaufen? Ja, also so eine Art Handelsplatz. Das wird dann hier möglich sein und ist recht spannend, ein spannendes Projekt. Wie gesagt, wird hoffentlich Anfang des Jahres dann auch live gehen. Also wir sehen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten aus verschiedensten Asset-Klassen. Man kann kreativ sein bei der Tokenisierung. Es ist keine Zukunftsmusik mehr, es passiert. Wir sind, wie gesagt, seit 3,5 Jahren am Markt. Es ist aber nach wie vor, muss man auch dazu sagen, wurde auch schon von meinen Vorrednern gesagt, es ist eine sehr junge Industrie. Das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Also wir sind sehr gespannt, was noch kommt. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einmal Danke.